Jo Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Bicker, willkommen zu einem neuen Video. Die beiden Freestyle-Vlogs kamen sehr gut an. Ich habe bei den Vlogs die beste Resonanz bis jetzt gehabt. Warum mache ich keine dritte Folge? Das kam sehr gut an. Danke dafür, danke für das Feedback. Nur positiv. Jedenfalls, wir haben jetzt 10.33 Uhr. Ich habe heute durchgemacht. Ich bin also seit gestern wach. 10.33 Uhr früh, mittags, vormittags, wie auch immer. Das Wetter ist sehr gut, dementsprechend bin ich auch gut drauf. Und heute habe ich ein paar Pläne, muss mal schauen, ob das alles so klappt. Ich war auf jeden Fall gerade einkaufen, bin vom Einkaufen gekommen. Jetzt wartet noch ein Bro von mir, ich zeige ihn euch mal kurz. Das ist der liebe Roman. Safe 100 heißt auf YouTube, checkt ihn mal ab. Einfach Safe 100 eingeben. Ein Bruder seit Tag 1. Den kenne ich wirklich schon sehr, sehr lange. Haben uns auch damals durch Zocken kennengelernt und seitdem, man, ist eine jahrelange Freundschaft entstanden. Und wir werden gleich zusammen zocken. Er streamt auch auf Twitch und ich nehme parallel dieses Video auf. Sonst, ich zeige euch mal, was ich hier für kleine Snacks geholt habe. Keine Werbung hier, aber ich trinke das halt sehr gerne. Spezi, Paulaner Spezi, nur das Wahre. Dann hier zwei Körnige Frischkäse, die snacke ich einfach so gerne weg als Snack. Die löffle ich weg. Jetzt werden wir eine Runde zocken und dann schauen wir mal, was noch so abgeht. Ja Leute, das ist der Safe 100. Wie gesagt, könnt ihr abchecken. Wir zocken schon gerade zusammen. Ich bin leider schon tot. Schauen wir mal, ob er mich wiederbeleben kann. Also wir werden jetzt ein bisschen zocken. Schauen wir mal, wie lange wir zocken werden und was als nächstes passieren wird. Ja Leute, wie ihr mich kennt, werde ich natürlich gleich Shisha rauchen. Ich bin halt jetzt echt mittags mal wach, weil normalerweise schlafe ich bis 16, 17, 18 Uhr. Ich habe gesagt, hey, so geht's nicht weiter. Um meinen Schlafrhythmus wieder in Ordnung zu bekommen, um mal wieder die Sonne zu sehen, muss ich auch mal früher aufstehen. Früher aufstehen, ja. Das ist natürlich nicht möglich aufgrund meiner Schlafstörung. Deshalb habe ich jetzt durchgemacht und ich kann seit Wochen wieder mal die Sonne sehen. Ist auch mal super. Jedenfalls, jetzt werde ich gleich rauchen. So kennt man mich. Ich werde, glaube ich, noch mal eine Runde zocken. Ich weiß heute echt nicht, was ich machen soll. Ich hatte ein paar Sachen vorgehabt, die kann ich aber nicht machen, weil die geschlossen sind. Ein paar bürokratische Dinge, sage ich mal, kann ich nicht machen, weil die Office geschlossen sind, die Büros, was auch immer. Was mache ich heute den ganzen Tag? Ich habe echt keine Ahnung. Ich habe echt, jetzt momentan habe ich nichts geplant. Ich werde später mit meinem Bro nochmal zocken, mit Roman. Vielleicht noch mit Maro heute später zusammen zocken. Aber ich habe echt nichts geplant heute. Ich werde noch natürlich meine Liegestütze machen. Ich mache fast täglich 100 Liegestütze mittlerweile. Natürlich mit Pause. Aber ich mache das fast täglich, um mich einigermaßen fit zu halten. Und ich mache auch eine Diät. Ein bisschen abnehmen. In den 3 Wochen eigentlich gute Zeit zum Abnehmen, bisschen Low Carb. Außer bei Getränken, da mache ich ein bisschen Ausnahme, aber ich versuche relativ Low Carb mich zu ernähren und funktioniert auch momentan recht gut. Schauen wir mal, was noch passiert. Ich werde jetzt die Shisha vorbereiten, um ein bisschen die Zeit zu vertreiben, ihr wisst Bescheid. Wir haben mittlerweile Tag 2. Gestern ist eigentlich nichts Spektakuläres passiert, wir haben echt den ganzen Tag gezockt. Ich habe den ganzen Tag durchgemacht, bin dann irgendwann um 0 Uhr schlafen gegangen. Und rate mal, wann ich aufgewacht bin, um 7 Uhr. Ich war 31 Stunden wach und bin um 7 Uhr aufgestanden. Beziehungsweise habe 7 Stunden danach geschlafen. Mittlerweile haben wir 8.11 Uhr. Ich werde jetzt gleich frühstücken. Ich werde mir Sucuk mit Ei machen. Kennt man. Und ja, dann werde ich, glaube ich, ein bisschen zocken oder so. Schauen wir mal. Mein Kopf ist noch nicht richtig. Ich bin gerade aufgewacht. Mein Kopf ist noch nicht bei der Sache. So, ey, diese paar Stunden Schlaf. Ich dachte, okay, dafür, dass ich den ganzen Tag nicht geschlafen habe, werde ich so gut schlafen. Ich habe sogar noch so Pillen genommen, damit ich noch besser schlafe, wisst ihr? Aber nein, nach 7 Stunden einfach 31 Stunden wach und nach 7 Stunden einfach wieder wach. Das gibt's auch nicht. 7 Stunden geschlafen. Aber ich fühle mich nicht schlecht. Ich habe hier so ein bisschen Druck, so ein bisschen am Kopf, so als würde jemand mal, als würde mich jemand so packen und so nach unten drücken und so, ich geh auf den Boden fallen. Als ob mir jemand so nach unten drückt. So habe ich ein Gefühl, ja. So fühle ich mich gerade. Aber ich werde es essen und dann werde ich mich gleich an meinem Computer. Ich bin schon am Computer. Vielleicht passiert heute mehr, deswegen verbaue ich diesen Vlog, diesen Freestyle-Vlog in 2 Tage quasi. Mische ich das. Vielleicht passiert heute mehr, wisst ihr. We will see. Yeah. Check this. Das schaut doch schon mal super aus. Ich habe heute richtig viel Sucuk reingemacht, die sind halt jetzt ein bisschen dicker geschnitten, aber das ist richtig viel, also mehr als normal eigentlich. Wenn ich die jetzt dünner schneiden würde, würde das mehr aussehen, aber egal, die Menge ist dieselbe. Ja, das esse ich meistens so, wenn ich aufwache. Also es kommt immer darauf an, wie viel Zeit ich habe. Wenn ich zur Arbeit muss, dann esse ich nur schnell einen Toast, ein, zwei Toast.
wenn ich Zeit habe, dann mache ich mir schön so ein so Eier mit Sucuk, wenn ich Zeit habe. Dazu werde ich jetzt gleich noch Magerquark essen. Nicht Magerquark, Speisequark, normale Quark, kein Magerquark. Und Leute, was sagt ihr? Ist gut geworden. Ey, das sieht in der Kamera immer so heftig aus, die Farben und alles. Ja Leute, auf jeden Fall, ihr seht, die Sonne ist am Scheinen. Ich werde das gleich essen. Ich freue mich richtig drauf, ich bin richtig hungrig. Ich habe sogar richtig viel heute gemacht. Also ich habe 6-7 Eier, glaube ich. Heute ein bisschen mehr, ich habe aber auch richtig Hunger. Ich weiß nicht, dazu habe ich noch hier, wie gesagt, einen Speisequark. Kein Magerquark, sondern mit Fett. Hat mehr Fett, aber egal, Hauptsache ich kriege das Ding runter. So einen Magerquark kriege ich nicht runter. Dann habe ich hier noch reichlich was zum Trinken da. Jetzt werde ich gleich live streamen auf Twitch. Ich war gestern auf YouTube kurz online live, habe das kurz probiert. Jetzt bin ich auf jeden Fall gleich bei Twitch. Ich werde jetzt nichts zocken oder so. Ich werde einfach nur ein paar Videos anschauen, ein bisschen reacten und sowas. Das werde ich jetzt machen und dann schauen wir weiter. So Leute, ich habe Besuch bekommen. Der Mao ist da. Servus. Kennt ihr mittlerweile, solltet ihr kennen. Wir schauen hier dem Roman gerade zu. Wir werden gleich zu dritt spielen. Das heißt, er wird auf der Playsee hier links spielen. Ich werde hier rechts spielen am Computer. Und der Roman wird auch mitspielen. Also wir werden zu dritt spielen im selben Team. In einer Party. Probieren wir gleich aus, ob das alles so klappt wie geplant. Wird geil auf jeden Fall, oder? Yes. Yes. Wir haben gerade Pizza gegessen, habe ich vergessen aufzunehmen. Haben wir extra bestellt. Wir sind jetzt ready. Wir werden jetzt hier zusammen spielen. Also wie gesagt, er auf Playsee und ich hier auf PC, genau. Bewaffnet und ready. Bewaffnet und ready, genau. Und mit dabei ist natürlich der Roman, wie schon gesagt. Ja, fangen wir an. Und es klappt, also scheint zu klappen. Klappt, ne? Ja. Nur wir müssen schauen, ob das mit dem Internet laggt oder irgendwelche Probleme macht, aber sollte klappen. Ja, der Marwan ist mittlerweile weg. Er ist gerade gegangen. Wir haben uns nebenbei auf Twitch LG angeschaut. Der ist hier auch auf Twitch live. Auch massiv unter anderem. Also auf einmal kommen sehr viele Rapper und sind auf einmal bei Twitch live. Jedenfalls macht er hier so Online-Casino-Zeug. Dies, das. Ich meine, ich bin nicht so der Fan davon. Aber auf jeden Fall unterhaltsam. Wir haben richtig mitgefiebert, damit er seine Freispiele bekommt und so. Wir haben nicht viel gemacht. Wir haben zusammen gezockt, habt ihr gesehen. Genau, entspannt Shisha geraucht und jetzt noch gemeinsam den Stream angeschaut. Auf jeden Fall jeder, der Langeweile hat während der Corona-Tage, der kann sich gerne auf Twitch die ganzen Streams anschauen von den ganzen Rappern. Wie gesagt, Massiv und Algier, die sind fast den ganzen Tag live. Vor allem Massiv. Der will jetzt, glaube ich, auch jeden Tag streamen. Finde ich geil auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, ihr könnt da gerne mal abchecken. Das war's auch für heute. Heute leider nichts Spektakuläres. Die Sache ist halt diese Corona-Tage. Was soll man großartig machen? Ich würde auch gerne morgen noch vloggen. Aber ich werde morgen wahrscheinlich nichts anderes machen als zocken und Shisha rauchen. Und ich will euch nicht jeden Tag dasselbe bieten, sondern auch ein bisschen Abwechslung. Deswegen muss ich schauen. Ich vlog, glaube ich, nur noch, wenn wirklich was abgeht, weil ihr langweilt euch dann auch. Weißt du, die ersten zwei Vlogs kamen sehr gut an. Und ich will das Niveau auch sehr oben halten. Wenn jetzt aber nichts passiert, dann geht halt das Interesse an diesen Freestyle-Vlogs verloren. Deswegen nur noch Vlogs, wenn mal was ansteht oder so eventuell. Weil so, ja, es passiert halt momentan nichts Großartiges leider. Man kann auch nichts machen. Aber wir haben, wie gesagt, noch andere Videos vor. Wir wollten ja eigentlich am Wochenende ein Video machen. Hat so leider nicht geklappt. Hat aber auch was mit meinem Schlafrhythmus zu tun. Ich war einfach, ja, ich bin zu spät aufgewacht, kann man sagen. Jetzt versuche ich es wieder unter Kontrolle zu bekommen. Und ja, ich bin auch öfters auf Twitch live. Ich heiße dort BKomint. Könnt ihr gerne mal abchecken. Das war es erstmal von mir, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bewertet das Video, kommentiert und abonniert den Kanal. Ganz wichtig. Ja, wie gesagt, tut mir leid, heute ist es leider nicht so gut geworden. Dieser Vlog besteht sogar aus 2 Tagen, nicht nur aus einem Tag, weil, wie gesagt, erster Tag ist nicht viel, passiert heute auch nicht. Aber ich habe versucht, so viel wie möglich für euch festzuhalten. Ja, Leute, das war's jetzt mal wirklich. Haut rein! Oh, 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 oh